Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier beim Supermarket Simulator. Und erstmal ganz, ganz vielen herzlichen Dank für die ganzen Kommentare. Und ein schöner Gruß geht raus an Sachsen Let's Play. Also das Tutorial ist wirklich sehr gut gewesen. Das hat mir geholfen. Also danke auch für eure Tipps, dass ihr mich da drauf verwiesen habt. Ich bin einer von den wahrscheinlich wenigen YouTubern, denen das absolut egal ist, wenn ihr mir unten in die Kommentare Links zu anderen YouTubern reinstellt. Also macht es ruhig, verlinkt ruhig die Videos, die ihr hier meint. Also das finde ich absolut in Ordnung. Es gibt viele YouTuber. Man kann natürlich nicht jeden kennen, das ist ganz klar. Also von daher, tut euch keinen Zwang an, verlinkt die Videos gerne. Und da habe ich nichts dagegen. Also ihr könnt ruhig Werbung auch für andere YouTuber machen, das stört mich nicht. So, der Laden läuft gut. Die Leute vermissen nichts und ich arbeite tatsächlich jetzt mit einigen Mods. Und da gehe ich dann auch gleich drauf ein. 49,80. So, die eine Mod, das sieht man vielleicht auch an dem Wechselgeld jetzt, an den Beträgen, ist eine automatische Preisanpassung, die ich jetzt halt mit aufgenommen habe. Dadurch kann ich jeden Tag durch eine Tastenkombination die Preise automatisch anpassen lassen. Und zwar sind die Preise dann immer mit 1,1, also 1,1, sind die dann höher als der Marktpreis. Also wenn jetzt ein Artikel 10 Euro Marktpreis kostet, dann wird er mit 11 Euro bei mir aktiviert. So, da gehen wir dann auch gleich mal hin, wenn jetzt mal nicht so viel los ist hier. 20 Cent. Ich habe auch schon gehört von dem Bug, also mal so nebenbei, dass die Leute eine gewisse Summe zu zahlen haben, aber viel weniger Geld hergeben, als sie eigentlich zahlen müssten. Scheint anscheinend öfter vorzukommen bei manchen. Ich weiß es nicht, also mir ist es noch nie aufgefallen. Also bei mir passt es eigentlich immer ganz gut. Aber es soll anscheinend regulärer Bug sein, also hat jetzt nichts mit den Mods oder sowas zu tun. So, Dankeschön. 69. Einmal Kartenzahlung. Also es gibt zum Beispiel auch eine Mod, die nutze ich allerdings nicht, wo man dann forcieren kann, dass zum Beispiel nur Kartenzahlung gemacht wird. Ups, da war jetzt gerade ein Ruckler. Halte ich jetzt halt ehrlich gesagt nichts von, muss ich nicht haben. Weil ob die Leute jetzt halt hier mit Karte zahlen oder in Bar, das stört mich jetzt halt nicht. Das ist ja eigentlich auch der Sinn und Zweck von so einer Kasse, ne? Dass man eben mal so und mal so hat. So, dann die nächste Mod, die aktiviert sich jetzt in ein paar Sekunden. Und zwar das Licht. Immer um 18.15 Uhr geht automatisch das Licht an, das heißt, dass ich brauche nicht mehr zum Lichtschalter hinrennen und das Licht aktivieren. Das macht jetzt diese eine Mod automatisch. Kunde wartet an der Kasse, soll er doch warten. So, 23,20. Was natürlich muss man nicht unbedingt haben, also so eine Mod. Ist ja jetzt halt auch, ja, es vereinfacht halt das Ganze. Ich kann halt jetzt halt das Licht brauche ich halt jetzt halt nicht mehr zu aktivieren. Das macht sich jetzt automatisch. Die nächsten Mods, die werden wir dann drauf eingehen, wenn der Tag rum ist. Und es sei auch nochmal dazu gesagt, weil das habe ich glaube ich zwei oder dreimal gelesen in den Kommentaren. Mit Mods muss man natürlich immer vorsichtig sein, gerade jetzt halt bei einem Spiel, welches sich im Early Access befindet und noch voll in der Entwicklung ist. Mit den Mods, wenn da irgendwie ein Update kommt oder sowas, dann kann es natürlich auch schnell passieren, dass plötzlich das Spiel nicht mehr funktioniert, weil dann ein Update vom Spiel kommt, aber keine Updates von den Mods. Und da kann man sich schon mal den Spielstand crashen. Also macht es immer mit Bedacht, ob ihr solche Mods jetzt einsetzt oder nicht. Und wenn ihr euch dafür entscheidet, Mods einzusetzen, dann schaut auf jeden Fall, dass ihr euren Spielstand sichert vorher. Also das ist auf jeden Fall wichtig. So, einmal Kartenzahlung, 128,30. Guten Tag, der Herr.
27, jawohl. Ja, 70 Cent. Passt. So, haben wir ja auch gleich geschafft. 10.000, wunderbar. Also Umsätze gehen jetzt natürlich auch wieder ein bisschen nach oben, durch das, dass ich jetzt keine Artikel mehr, dass jetzt keine Artikel mehr vermisst werden. Was ja auch schon mal ganz gut ist. 23.10 und wahrscheinlich auch durch das, dass ich jetzt halt mit der Preisregulierung besser arbeite. Sind zwar immer noch einige Artikel für manchen zu teuer, aber das meiste wird dann doch gekauft. So. Die Kartons lasse ich noch weiterhin stehen, das ist ganz gut. Wenn ich doch umräumen möchte oder sowas. Also ich würde auf jeden Fall heute noch eine Produktlizenz freischalten wollen. Allerdings, wenn ich mir die Produktlizenz anschaue, die hat hauptsächlich Getränke drin. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wo ich die reinpacken soll. Weil ich habe ja hier alles voll mit Getränken. Also wenn ich ein Regal hinstelle, dann würde ich das wahrscheinlich hier davor nochmal stellen, dass dann die Produkte da drin sind. Und was mich dann auch ehrlich gesagt nicht stören würde, wenn es ein bisschen enger zugeht, weil das seht ihr jetzt dann gleich mit der nächsten Mod, die ich da aktiviert habe. So, kommt ihr jetzt mal hier in die Pötte. So, schöner großer Einkauf, wunderbar, Dankeschön. 39,40, komm, nimm die 40, dann ist gut. Siehst du überhaupt was? Tonk. Die sehen immer gar nichts eigentlich, ne? So, seid ihr jetzt mal fertig? Jawohl, ihr seid fertig. Wunderbar. So, 81 zufrieden. Uff. Also ich habe keine Mod verwendet, die irgendwie mir mehr Kunden beschert. Habe ich nicht verwendet, weil ich finde es ein Quatsch. Aber das haut mich jetzt um. Ich hatte jetzt gerade vorher den einen Tag, da hatte ich 58 Kunden, glaube ich. Aber dass ich jetzt 113 habe, das wundert mich jetzt halt. Also ich hab hier nichts gemoddet. Also was Kunden angeht, habe ich nichts gemoddet. Wahnsinn. So, nächsten Tag starten. Joghurt, Puderzucker, Mozzarella. Schauen wir mal ganz kurz, ich würde das nämlich gerne sehen wollen, ob sich dann da was ändert. Hier zum Beispiel, wir haben 5,62. Ne, das müsste schon hinhauen. Machen wir mal Steuerung R. Jawohl, dann hat man es vielleicht jetzt gesehen. Ist von 2,20 auf 2,60 jetzt hochgesprungen. Also das macht automatisch einmal rundherum alle Artikel. Und dann ist gut. Das Einzige, was mich stört, ist, dass das Licht anbleibt. Es geht zwar um 18.15 Uhr geht das Licht zwar an, aber es geht dann auch nicht mehr aus. Also am nächsten Tag ist es immer noch an. Muss man aufpassen. Kostet ja Strom. Ist jetzt nicht die Welt an Stromkosten, aber trotzdem. Wo bin ich denn aktuell? Bei 207 bin ich gerade aktuell mit den Stromkosten. Und irgendwie habe ich jetzt halt hier insgesamt 6 Rechnungen drin. Strange. Es könnte jetzt halt natürlich sein, dass die nicht abgezogen werden, ne? Minus 2 Tage übrig. Heißt das, es zieht jetzt die Rechnungen nicht mehr ab? Das wäre ja übel. Also das heißt, dann muss ich jetzt erst einmal die Rechnungen zahlen. Today, dann mache ich das halt jetzt halt mal. Bezahlen, bezahlen, bezahlen. So, und schon haben wir nur noch 9.800. Ne? Okay, also ich lasse einmal die Jungs noch einräumen. Bevor wir hier unsere Bestellungen machen. Und ich würde sagen, wir sind ja jetzt Level 50, bin ich. Genau, Level 50. Wir können die hier noch freischalten. Die kommt erst mit 56. 56, 56. Und da ist dann erst ab 70. Okay, haben wir ja keine andere Wahl. Können wir nur das da nehmen. Kaffee mit mittlerer
Röstung, viermal Soda und nochmal einen hellbraunen Zucker. Okay, wir aktivieren die jetzt halt einfach mal. Passt. Jetzt ist nur die Frage, wo tue ich die Sachen rein? Halt, warte mal, schau dir die mal an. Die Artikel. Regal, Kühlschrank, Kühlschrank, Kühlschrank. Okay, die kommen alle in den Kühlschrank, das ist gut. Prosciutto, achso, den haben wir ja schon. Hühnerbeine. Dann würde ich sagen, ich bestelle jetzt mal je zwei. Dass wir das auf jeden Fall mal haben. Zweimal. Achso, ich hätte ja. Ja, das ist nämlich noch eine Mod. Ich kann nämlich mehr bestellen als nur 10 Artikel. Da denke ich bloß immer nicht dran. Genau die. Und dann würde ich sagen, schnappen wir uns noch ein Lagerregal. Dann stellen wir nämlich das jetzt erst einmal auf. Und das würde ich jetzt halt einfach mal hier davor stellen, weil ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, wo ich es anders hinstellen soll. Ja, eigentlich könnte ich es auch so machen, ne? Zack. Ja, doch, das passt schon. Muss es ja passen, ne? So. Dann, ihr kommt in den Kühlschrank. Dann würde ich sagen, wir packen jetzt mal die Sachen hier rein. Dann kommt der Karton hier rein. Und das Schöne ist, wenn ich jetzt nochmal einen habe, habe ich jetzt eine Mod installiert, die mir automatisch die Packung ins Regal schafft. Da muss ich im Grunde nur eine Tastenkürzel drücken. Standardmäßig ist es L. Ich habe es geändert auf T, weil die Taste einfach ein wenig näher ist. Und wenn ich T drücke, also ist gerade bei Restocker ja. Naja, das ist wieder Vorführeffekt, ne? Ja, gut, weil der eine Typ jetzt hat hier gerade die Flaschen auffüllt. Bist du fertig? Jetzt aber. Gut. Jetzt ist der Karton automatisch dann da unten drin. Im Regal. Muss natürlich einmal aktiviert werden. Man kann das Ganze auch ändern, dass automatisch die Kartons, wenn die kommen, auch direkt ins Lager gehen. Aber da halte ich mich zurück, weil das soll noch ein bisschen fehlerbehaftet sein. So, jetzt weiß ich noch nicht, ob ich das alles wirklich einzeln mache. Das sind vier Stück, ne? Aber wenn ich jetzt sage, ich mache vielleicht nur die drei Fächer wieder. Das wäre eigentlich auch eine Idee, ne? Nur die drei Fächer machen. Ich nehme dich mal mit. Dann tue ich nämlich die hier wieder raus. Die Kiste ist voll, ja toll. Ach halt, ich muss da unten vielleicht erstmal reinräumen. So, 1, 2, 3. Quatsch, da musste er rein. Hier, das wieder raus. Dass wir dann die noch raustun und dann das Ganze nur auf drei Fächer belegen. So, wenn ich jetzt halt auf T drücke, dann wandert es automatisch da unten ins Regal rein. Ich habe wesentlich weniger Lauferei dadurch. So, dann machen wir auch die drei. Okay. Schauen wir mal, ob ich das nächste auch gleich finde. Warte mal, das könnte ich doch eigentlich erst immer aktivieren. Ich bin noch ein bisschen am Rumtesten damit, wie ich es am besten mache. Dann kann ich es wieder rausnehmen. Dann fülle ich zum Beispiel jetzt in dem Fall die vier Dinger hier auf und ab ins Lager damit. So, jetzt gucke ich mal ganz kurz, ob ich. Ja. Dann tue ich nämlich hier die raus. Kann ich dich jetzt da hinlegen? Ne, das dachte ich mir schon. Das ist schade, dass es das immer noch nicht geht, ne? Tja, was nun, ne? Ich kann ja jetzt das da schlecht raustun.
reintun. Ich habe da nämlich nur noch eine Flasche drin. Warte mal. Kann ich dich hinstellen? Nee, dich kann ich auch nicht hinstellen. Aber ich kann euch raustun, Kiste wegschmeißen und die zwei Teile hier weghauen. Ja, es taucht mir. Das taucht mir so. Nee, dich möchte ich noch nicht. Habe ich dich jetzt da schon drin? Ja, du bist das hier. Okay. Und du bist das andere. Das Regal ist voll. Kann ja gar nicht sein. Warte mal. Oh, nee, verdammt. Das war jetzt falsch. Das sollte eigentlich, wenn dann, da rein. Und du solltest eigentlich, wenn dann, da oben rein. Und hier weg. Wobei das eigentlich ganz gut zusammenpassen würde, ne? Ach, lass mal jetzt einfach mal. So, und du warst doch da unten. Nee, du warst dann hier. Okay, die schauen so ähnlich aus auf dem kleinen Bild. Langsam reden, dann klappt's auch. So, dann haben wir jetzt halt hier den... Oh, halt, warte mal, ich habe ja die Preise noch gar nicht eingestellt. Ich glaube, man muss einmal den Preis einstellen. Wie jetzt halt hier zum Beispiel die 70 Cent. Alles klar, dann sind da 70 Cent drin. Wenn ich jetzt STRG R drücke, dann macht es den automatisch auf die 3,10. Also immer 1,1 so hoch. Also um 10% geht es im Grunde dann hoch. Und das rundet auch automatisch auf die 10 Cent. Also das passt hier. Einmal aktivieren, alles klar. Einmal aktivieren, alles klar. STRG R. Also bei mir ist es zumindest jetzt STRG R eingestellt. Und dann ist es gut. Yes. Und dann passt sich das immer automatisch an. Das finde ich wirklich toll. Ich hoffe auch, dass der Entwickler so das eine oder andere wirklich übernimmt in seinem Spiel. Warte mal, euch muss ich raustun, weil das passt sonst nicht. Ich muss Kaffee neben Kaffee packen. Warte mal, ist das jetzt beides Kaffee oder was war das andere? Schmeiß hin. Also das da ist auf jeden Fall Kaffee. Was war das andere jetzt nochmal? Hab ich schon wieder vergessen, ne? Hören wir, Sieb, der Kerl. Ach so, hellbrauner Zucker war das. Der hellbraune Zucker, der müsste eigentlich dann hier mit rein. Kann ich den braunen Zucker raustun? Wo habe ich denn jetzt den braunen Zucker nochmal? Nee, da. Hier, braunen Zucker. Habe ich eh nicht mehr. Dann passt es. Dann kann ich... Das müsste, glaube ich, der Karton sein, ne? Ja. Dann tun wir einfach den braunen Zucker raus. Dann kommt der ins Regal. Und dann schnappe ich mir den braunen Zucker und dann kommt der da rein. Es geht wahrscheinlich immer nur ein Karton rein. Vermute ich jetzt mal. Ja, geht immer nur einer. Okay, und wo packe ich den jetzt hin? Jetzt habe ich da den braunen. Na gut, einfach habe ich ja hier noch frei. Dann kommt das eben hier zum Müsli mit dazu. Passt. Ja, so, hier haben wir alle Preise. Dann beim Zucker brauchen wir noch. Und den Kaffee müssen wir noch reinräumen. Okay, Moment, dann nehmen wir uns mal die Milch raus, wenn wir da noch was haben. Kann ich dich hinstellen? Natürlich nicht. Warte mal, dann muss ich jetzt halt rum jonglieren. Dann tue ich dich mal da oben rein. Das verschiebe ich nämlich jetzt halt einfach mal. Der andere wird ja wahrscheinlich den Karton jetzt halt sich schnappen und dann hier die Regale auffüllen.
So, mach ruhig. Da sind ja nur noch zwei Stück drin. So, dann kann ich den hier occupied by restocker. Ja, ist okay. Muss ich kurz warten, bis der den Karton weggeschmissen hat. Jetzt. So, dann kann ich nämlich die Schilder löschen. Dann haben wir das einmal rumsortiert und dann tun wir hier rein und da rein den Kaffee. Besser gesagt, da noch und da noch. Und oben, keine Ahnung, kommt hier noch ein Tee? Kann das sein, dass da noch ein Tee kommt? Ich weiß es nicht. Ich kann mir nicht merken, wie viel von dem Zeug jetzt da noch kommt und was nicht. So, euch lasse ich jetzt mal da stehen. Dann, genau. Dann können wir, jetzt habe ich den Kaffee bloß halt hier einsortiert, ne? Das ist das andere. Okay. Muss ich nochmal eine Packung rausnehmen. Oder zwei. Und dann stelle ich die eben hier mit in das Regal rein. Hier anstatt der Milch, weil die Milch kommt ja eigentlich da oben rein. So. Dann ist die nächste Mod, die ich nutze, das ist dieses Bestellsystem mit dem Handscanner. Im Grunde, wenn ich hier auf die Schilder schaue, ich sehe ja jetzt halt oben, da ist ein Karton zu wenig, dann kann ich hier, man hat es wahrscheinlich gehört, einmal Taste F drücken und dann habe ich den Kartoffelsack hier in der Bestellung drin. Und so funktioniert es dann eben ohne Probleme. Man sieht es dann hier. Also das ergänzt sich automatisch und ich muss mir nicht mehr Gedanken machen, wie und was jetzt, sondern ich gehe nur noch her, scanne das Ganze in der Häufigkeit, wie ich es brauche. Was liegt eigentlich da noch? Achso, das sind die Krabbensticks, ne? Wo war ich jetzt stehen geblieben? Toilettenpapier. Machen wir da, da. Und das ist halt ultra hilfreich. Also manche mögen das als Cheaten betrachten. Ich empfinde das eher als eine absolute Erleichterung. Da haben wir noch genug. Da einen Karton. Hier zweimal. Da bestellen wir gleich zweimal. Einmal. Einmal. Das gleiche mit dem automatischen Füllen. Also wenn man jetzt das bei der Lagermod zum Beispiel macht, mit dem automatischen Füllen, dass wenn die Ware kommt, dass das dann automatisch in die Regale kommt. Es sollen ja noch Mitarbeiter kommen, die automatisch dann die Sachen von draußen hier reinräumen. Also insofern finde ich es jetzt auch nicht wirklich gecheatet, wenn ich jetzt halt, das nutze, weil es soll ja sowieso kommen. Also insofern. Moment, jetzt muss ich mal bestellen. Jetzt hab, oder warte mal, Bio-Vierer-Eier, Soda, Soda. Ja, aber das andere Soda habe ich noch nicht. Also insofern mache ich mir da jetzt persönlich überhaupt keinen Kopf. Kann man natürlich immer sehen, wie man möchte, ne? Also mich stört es nicht. Jetzt ist es ja auch nicht so, dass ich jetzt halt mir hier Geld ercheate oder sowas. Das finde ich natürlich dann übel, weil dann macht es überhaupt keinen Sinn mehr. Das Spiel hier zu machen, wenn ich mir dann schon alles Geld reinholen würde. Ich weiß gar nicht, ob es so eine Mod überhaupt gibt. Also das würde mir dann einfach zu weit gehen, ne? So, und wenn man hier durch ist, dann sieht man auch erst einmal, wie viele Pakete man eigentlich so bestellt. 47 sind es in dem Fall. Und schon ist die ganze Knete wieder weg, ne? So, aber was halt wirklich hilfreich ist, das ist die Möglichkeit, dann die Packungen direkt in die Regale reinzuschmeißen. Kann sein, dass der Mitarbeiter gerade mal mit einem Karton unterwegs ist. Sind das auch Päckchen für mich? Mitarbeiter gerade unterwegs ist und in dem Moment kann man die halt dann nicht. Ne? Man sieht auch, dass die genau zu dem Regal hinfliegen, wo sie reingehören. Dann geht es halt nicht, dann kann man es halt nicht einräumen. Der jetzt zum Beispiel, dann schmeiße ich den halt einfach mal hier in die Ecke.
aber ich habe einfach diese Hin- und Herlauferei nicht mehr, ne? Das erübrigt sich jetzt halt endlich. Weil es ist nämlich auch etwas, wo die Zeit extrem drauf geht, hier mit dem Einräumen von den Artikeln, dieses ständige Hin- und Herlaufen. Darum habe ich ja beim letzten Mal gesagt, also ich hätte nichts dagegen, wenn ich mir manche Sachen auch 100-mal bestellen könnte. Aber da reicht halt das Lager einfach nicht aus, ne? Das ist halt das andere. So, dann sollte eigentlich alles gefüllt sein. Wir brauchen jetzt allerdings, was haben wir gesagt, Level 60 oder sowas? Ne, 52 war es, ne? Verwaltung 56. Und die kostet 12.500. Das heißt, wir sollten Gas geben, dass hier Punkte reinkommen. Und dass wir noch weitere Produktlizenzen freischalten können. So, aber ansonsten denke ich, sollte alles okay sein. Ich weiß nicht, ob ich da oben jetzt halt noch was, noch mal eine Reihe Kaffee reinpacken sollte. Butter brauche ich noch nicht, Joghurts brauche ich noch nicht. Das sind die Kartons jetzt auch endlich leer. So, und das Lager ist gefüllt. Passt. So gefällt mir das. Ich sage mal, vom Fortschritt her im Spiel ist es eigentlich eine wunderbare Sache, wenn du jetzt schon Level 50 hast, dass es dann einfacher geht. So, wo bleiben jetzt die Kunden? Ach so, ich habe Closed gemacht, ne? Ich weiß nicht, warum der immer noch Open stand. Ach so, das kann wieder mit der Mod zusammenhängen, ne? Mit der Lichtmod zum Beispiel. Oder mit irgendeiner anderen Mod, keine Ahnung. Weil es war auf Open gestanden, es war natürlich nicht offen, deswegen habe ich es jetzt gerade erst einmal geschlossen. Jawohl, gut. Mal schauen, wie jetzt dann das Endergebnis ist am Abend. Also von den Kunden her. Also ich finde es entspannter. Ich bin mal gespannt auf eure Meldungen, auf eure Meinungen dazu. Also so wie ich es gelesen habe, nutzen die meisten die Mods. Wenn nicht sogar alle. Aber die meisten Leute nutzen tatsächlich die Mods, weil es es eben einfacher macht. Und ja, würde mich auf jeden Fall euer Feedback dazu interessieren. Also ich finde es wirklich gut und ich befürworte es auch, wenn der Entwickler solche Dinge mit ins Spiel mit reinbringt. Fände ich auf jeden Fall gut. Ich habe mir jetzt halt nichts installiert, wo irgendwie ich unendlich Lagerplatz hätte oder wo ich alle Artikel freigeschalten habe oder sonst was. Also sowas mache ich jetzt nicht. Aber solche Mods, die einfach vom Handling her das Ganze einfacher machen, finde ich gut. Finde ich wirklich gut. So, 1620. Mal schauen, wie viele Kunden jetzt dann heute kommen. Weil das hat mich jetzt halt schon umgehauen, dass plötzlich die Zahl so hochgegangen ist. Und ich weiß nicht, woran es liegt, weil ich habe ja nichts anderes gemacht. Ich habe jetzt halt, mit den installierten Mods habe ich jetzt ungefähr 3 oder 4 Tage, glaube ich, gespielt. Und die Kunden waren ständig irgendwie zwischen 55 und 60. Und dass es jetzt seit 118 waren, wundert mich. Ich weiß nicht, ob da irgendwas anderes jetzt drauf Einfluss hatte. Freue mich auch schon auf den Moment, wo man hier die Auslieferungen macht. Das wird bestimmt auch interessant. Aber wenn man Auslieferungen macht, dann schätze ich mal, habe ich auch hier einen dritten Kassierer sitzen und bin dann nur noch am durch die Stadt flitzen. Kommt mal auch jemand an meine Kasse, bitte?
Also bestellen tue ich jetzt zum Beispiel nicht, ne? Weil das lohnt sich nicht. Bestellen tue ich wirklich immer erst, wenn die Einräume komplett mit allem fertig sind. Weil erst dann lohnt sich das. Rein theoretisch bräuchte man gar kein Lager mehr, ne? Also zumindest nur noch halt so ein paar Regale. Und dann bestellt man nur noch am Regal selber. Hier bitte 10 Cent mehr. Wenn man dann sieht, okay, hier fehlt was, dann bestellt man halt mal ein Bier oder hier fehlt was, dann bestellt man mal Orangensaft, aber nichts mehr irgendwie lagermäßig, also auf Masse oder sowas. Weil die Verräumer räumen das ja dann gleich wieder ein. Man bräuchte wesentlich weniger Lagerplatz. Aber mir würde was fehlen. Ich habe es ja schon das letzte Mal gesagt, ne? Von mir aus hätte ich auch von jedem Produkt 100 Artikel auf Lager, wenn das gehen würde vom Platz her. Weil ich mich einfach zu gerne bevorrate. Gut bevorrate. So, 40, 20. Spätestens 4 Uhr. Vielleicht hat sich's rumgesprochen, dass ich mittlerweile alles habe. Dass einfach nichts mehr fehlt. Kaffee zum Beispiel könnte ich nachbestellen. Apfelsaft haben wir keinen mehr. Weiß ich gar nicht, ob man das. Man sieht es, glaube ich, immer, wenn ich den Karton in die Hand nehme, sieht man ja rechts oben die Rack Information. Also dann sieht man, wie viele Produkte im Regal sind. Das sind jetzt 55, jetzt sind 87 und das sehe ich natürlich nicht. Also das sieht man immer nur das, was tatsächlich noch drin ist. Also das mit dem Handscanner macht es auf jeden Fall einfach. Ich sag mal, es würde mich jetzt nicht stören, hätte ich den Handscanner nicht. Was dann mir allerdings hilfreich wäre, das wäre die Anzahl der Produkte, die ich habe. Also am PC, wenn ich da die Bestellungen mache. Das würde mir absolut ausreichen. Das habe ich ja auch schon mal gezeigt, wenn ich jetzt halt hier meine Bestellungen mache und ich dann einfach hier beim Artikel irgendwo stehen hätte, wie viel ich im Lager habe. Also entweder nur im Lager oder zumindest halt, oder halt das, was ich im Laden habe und im Lager habe, dass es irgendwie hier mit als Zahl auftaucht. Weil im Grunde hier ist ja auch noch Platz, dass man sowas hier mit einfügt. Das würde mir persönlich auch reichen. Ich bräuchte nicht unbedingt den Handscanner. Ich könnte das auch hier dann dementsprechend bestellen. Aber es ist einfach zeitintensiv, dann die Regale abzulaufen, dann wieder am PC zu gehen, die Sachen einzugeben, dann wieder weg vom PC, wieder hin zum Regal. Und ich würde auch mal behaupten, ab einem bestimmten Stand im Spiel, also wie jetzt zum Beispiel Level 40, Level 50, irgendwie so, sollte das auch durchaus gut sein, wenn man dann mal so einen Fortschritt erreicht, dass man dann eben das nicht mehr machen muss. Das ist ja, im Normalfall ist es ja bei den Spielen auch so, dass es ja irgendwann mal einfacher wird und ein bisschen komfortabler. So, bitteschön. Diese dummen 10 Cent hier immer. Halt 3, 50, 70. 62,90. Achso, 10 Cent. Ja, jetzt hätte ich dir schon fast 62,90 gegeben. Ja, es dröppelt halt jetzt so vor sich hin, ne? Der Tag dauert immer, bis der rum ist.
Also ich denke mal, dass ich bis zum Level 56 oder also 58, weiß jetzt nicht mehr, schon wieder vergessen, dass ich da einfach noch ein paar Tage spielen muss. 1, 6, 7, so. Bis ich das dann erreiche. Jetzt haben wir zumindest die 51. Und punktemäßig 5, 5 Punkte sind es immer pro kassierten Kunden. Tichern da noch zwei da hinten rum, Mensch. Nur wegen Ihnen müssen wir schon wieder so lange offen haben. Ja, brauchen es gar nicht so zu gucken. Ja, dann stell dich halt bei ihm an. Oh Mann. Das machen die absichtlich. Die stellen sich dann da an, wo sowieso schon jemand steht, ne? Anstatt an die freie Kasse zu gehen. Dam, dam, dam. Und ja, das wird echt eine Zeit lang dauern, bis wir das alles freischalten. Das ist echt Wahnsinn. 56 und dann kommt er erst bei Stufe 70, ne? Ich denke mal, dass ich die relativ schnell einfügen kann, sobald ich die Stufe 56 erreiche. Da müsste ich dann so viel Geld haben, dass ich wahrscheinlich schon fast alles dann reinpacken kann. Mit einmal. Und dann wird sich's wahrscheinlich ziehen wie Kaugummi, bis man dann endlich mal Stufe 70 erreicht. Jawohl, gut. Dann einmal beenden. 166 Kunden. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und dann habe ich gerade mal, was? 1100 insgesamt der Profit gemacht. Na gut, ich hab sehr viel bestellt, ne? Okay. Okay, also wenn das jetzt so läuft, dann müsste man das relativ schnell schaffen. Keine Ahnung, ob das dann mit Level 50 dann plötzlich mehr Kunden sind. Habt ihr da irgendwie eine Erfahrung? Also wie gesagt, ich habe keine Mod installiert, die mir irgendwie mehr Kunden beschert oder sowas. Das ist rein nur Handscanner, Preisanpassung und das mit dem Lager. Und natürlich auch das mit dem Licht. Da steht immer noch auf Open. Also mehr habe ich nicht gemacht. Habt ihr da auch die Erfahrung gemacht, dass dann plötzlich ab Level 50 doppelt so viele Kunden plötzlich da sind? Würde mich mal interessieren. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Und wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Videos wisst, wo irgendwelche Sachen erklärt werden, wie jetzt zum Beispiel vom Sachsen Let's Play, solche Links könnt ihr gerne in die Kommentare rein verlinken. Also die lasse ich, genehmige ich ja auch. Also das ist überhaupt kein Thema. Ansonsten hoffe ich sehr, dass es für euch interessant war, dass es euch gefallen hat. Lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare. Nicht vergessen, Abo da zu lassen, dass ihr keinen weiteren Part mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.